Achtung, fliegende Teppiche. Eine weite Reise haben die Stücke hinter sich. Sie kommen aus dem Iran, Nepal, der Türkei, Indien oder Marokko. Täglich werden Tausende von ihnen wie noch vor über 100 Jahren über den Seilzug in die Lagerhäuser der Hamburger Speicherstadt verladen. Sie ist das größte Orientteppichlager der Welt. Bis vor kurzem galt der traditionelle Bodenschmuck noch als altbacken und verstaubt. Jetzt wird auch er für modernes Wohnen wiederentdeckt. Vom klassisch geknüpften Perserteppich bis hin zum gewebten Nomadenteppich, dem Kelim, die Nachfrage steigt, vor allem für gebrauchte Stücke. Ein großes Thema der nächsten Saison wird auch der Used Look sein. Das heißt, dass die Teppiche gelebt aussehen. Das kann man auch bei einem neuwertigen Teppich hinbekommen. Die Jungdesigner machen das häufig, dass der einfach aussieht, als wenn er schon 50 Jahre alt ist. Das heißt, die brechen die Muster auf und es sieht aus, als wenn jemand da schon lange drüber gelaufen ist. Dann gibt es natürlich auch den Trend, dass man die wirklich alten Teppiche wieder schätzt, die einfach diese Laufspuren an sich schon haben. Wir mögen einfach dieses Gelebte, einfach wir mögen, dass das Teppiche Geschichte erzählen. So wie dieser Recycling-Teppich Crazy Silk. Der Rohstoff wird aus indischer Seidenkleidung, dem Sari, gewonnen und traditionell geknüpft. Im Vergleich zu den geknüpften Orient-Teppichen ist der klassische Kelim aus Wolle gewebt. Der Vorteil, das Motiv ist auf beiden Seiten zu sehen und man kann ihn wenden. Der Kelim ist wieder sehr gefragt. Und da dann auch gerne so ein bisschen das urwüchsige Stück, das alte Stück. Es gibt dann jetzt mittlerweile bei dem Kelim, der zusätzlich noch bestickt wurde und dann auch noch geknüpft wurde. Das ist dann in der sogenannten Sumak-Technik. Das sind ganz besondere Kelim, die auch neueren Ursprungs sein dürfen und können. Wenn sie aus einer bestimmten Provenienz dann wiederkommen, sind sie extrem fein und gut und sehr hochwertig gefertigt. Vom Nischenprodukt zur Bodenkultur. Designerin Michaela Schleipen verhalf dem Teppich zu seinem Ansehen. Seit 10 Jahren kreiert die junge Kreativchefin aus Köln Muster und Strukturen für Teppiche aller Art. Zunächst im Laden ihres Vaters, dann unter ihrer eigenen Marke schuf sie Teppichdesigns, die weltweit gefragt sind und unter anderem den Präsidentenpalast in Usbekistan schmücken. Hier haben wir natürlich ein sehr opulentes Design, was arabisch angehaucht ist, diese 1000-eine-Nacht-Variante, die natürlich in eher gediegenen weißen Räumen wahnsinnig zur Geltung kommt. Also hier darf man kein buntes Zuhause haben. Das ist handgetaftet, aber wir haben besondere Taftingnadeln, die das Material wahnsinnig fein und dicht zusammenhalten, damit eben diese Optik, dass es wirklich wie in Stein gemeißelt aussieht, zustande kommt. Fühlen und erleben sollen Käufer die Geschichte aus 1000 und einer Nacht vor dem Kauf am besten direkt vor Ort bei einem Händler.